meine Lieben, und herzlich willkommen im wunderschönen verschneiten Lowi. So, ich musste selbst nochmal nachschauen. Ist schon wieder ein bisschen her. Aber wir haben beim letzten Mal diese graue Gestalt. Ich glaube, sie heißt Afoir. Besiegt. Und wir sind gegen White Hart angetreten. Und ich glaube, die Folgen davor haben wir hauptsächlich uns mit Gast und mit Misa beschäftigt. Und die gute Gast haben wir sogar jetzt inzwischen als Gast in unserer Party. Die kämpft nur nicht. Ich weiß nicht. Ah, da unten rechts, ich sehe es jetzt erst. Ability Discount. Das heißt, ich kann jetzt im Shop günstiger einkaufen. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Tatsache. So ein Reflex hat sonst 100 gekostet. Na. Wenn das mal nichts ist. Immerhin. Wo wir gerade davon reden, brauche ich noch welche. Ja, Schaden tut's nicht. Nehmen wir mal hier, keine Ahnung. 50? Ich meine, ich habe so viele Credits jetzt gesammelt. So. Können wir brauchen. So. Ja, wie gesagt, wir haben die White Hart. Wir haben mit der White Hart Krebs gegessen. Und uns auch sonst ganz nett unterhalten, bis sie dann irgendwann verschwunden ist. Ja. Die gute Neptune wusste natürlich nicht, mit wem sie zu tun hatte, aufgrund ihrer Amnesie. So, und so geht's weiter. Ich meine mich zu erinnern, dass ich unbedingt hier dieses Shrooms und Turtles machen wollte, weil es klingt verdächtig nach, ihr wisst schon. Was? Genau. Ist das ein Dungeon? Die Schildkröte ist Wausa aus dem Shroom-Königreich. Wie wird die Party auf seine Aktion reagieren? Ja, wie wohl? Der böse Wausa. Oh, schau mal, hier sind tonnenweise Pilze. Ja? Sprichst du auch mal? Ah, sie hat was gesagt. Mist. Egal. Hä? Ich bin gerade ein wenig verpeilt. Tut mir leid. Ich komme noch rein. Ich schaff's noch. Hä? Schwubenkönigreich? Sie müssen sehr leckere Pilzgerichte herstellen können. Oh, schau da, eine Schildkröte. Das ist eine verdammt große Schildkröte. Macht das Essen von Pilzen sie so groß? Ich bin Fleischfresser. Ich esse keine Pilze. Es hat gesprochen. Ist es ein Monster? Ich bin Wausa, König vom Wupa-Twupa. Und Herrscher über das Pilzkönigreich. Shroom Kingdom, ja gut. Pilzkönigreich Wausa. Du bist bloß eine Schildkröte mit pieksigen Panzer. Richtig? Machst du dich lustig über mich? Ja, das hast du. Rah! Boah, hat er gerade Feuerbälle auf uns gespuckt? Okay, das ist keine normale Schildkröte. Er könnte gefährlich sein. Wo geht er hin? Komm zurück, Wausa. Stopp! Zwillinge? Die schon wieder? Ah, hast du das gesehen? Was für eine Art, was für eine Schildkröte kann hüpfen wie ein Frosch? Das war gruselig. Was passiert an diesem komischen Plauert? Wer weiß, irgendwas riecht wirklich lecker. Ja, es macht mich hungrig. Was könnte es sein? Oh, die Pilze, die von den Feuerbällen dieser Schildkröte getroffen wurden, sind perfekt gegrillt. Okay, in Lowi gibt's ein Pilzkönigreich, in dem eine pieksige Schildkröte namens Wausa lebt.
Yeah! Wer hätte es gedacht? Okay, was haben wir noch? Monsterkopfjagd? Kopfgeldjagd? Nee, müssen wir nicht. Dann weiter mit dem unausweichlichen Kampf? Was ist das? Monster fahren damit fort, gnadenlos das Land von Lovi zu überfallen. Sie lassen das Mädchen zurück und begeben sich in einen weiteren Dungeon. Das Mädchen, da meinen sie die White Heart, denke ich mal, mit. Die ist ja weggelaufen quasi. Ach, da ist sie ja wieder. Ich dachte, die wäre weggelaufen. Lass uns diese Monster erwischen. Oh, du kannst hier bleiben. Oder geh einfach nach Hause, wenn du so, wann immer du willst. Hä? Ich dachte, die wäre schon gegangen. Ich war mir eigentlich recht sicher. Hm, okay. Na gut, dann bleibt sie halt noch ein bisschen. Nein, sie ist jetzt Teil unserer Party. Sie wird uns helfen. Je mehr, desto besser, schätze ich. Aber wir können trotzdem keine Zivilisten da hineinziehen. Bis auf Kompa sind normale Menschen im Kampf relativ nutzlos. Sollte das ein Kompliment sein, oder? Ja, natürlich. Ja, ich lobe deine Tapferkeit, dass du in einen Kampf gegen Monster, dich in einen Kampf gegen Monster stürzt mit einem unglaublich überdimensionierten Spritze. Du machst dich definitiv lustig über mich. Okay, Dungeon. Ah, ich bin noch nicht so ganz im Übersetzungsmodus. Wird sich in den nächsten Folgen wieder geben. So. Ist es das? Scheint so. Dann suchen wir hier doch. Im Schneewald. Was sollen wir denn hier machen? Monster jagen oder ein Bossmonster? Boss. Ein Bossmonster. Wo könnte denn hier am ehesten wahrscheinlich ganz da oben ein Bossmonster sein? Ganz da oben höchstwahrscheinlich. Ei, das wird eine lange Reise. Ja, noch ein paar Reflexe, na gut. Was? Ach Gott, ist die Truhe da hinten? Okay. Ich habe es, glaube ich, bisher noch nicht gehabt, dass es mehr als eine Truhe zu finden gab, also von den Unsichtbaren. Könnte mich aber auch irren. Können wir ja nachher mal ausprobieren. So, ich muss dran denken, der Dungeon ist so groß. Ja, jetzt brauche ich deine blöde Happy Potion auch nicht. Das hätte ich vorher abschalten sollen. Ne? Ach, verdammte Axt. Das hätte ich abschalten sollen. Kann ich es noch ab... Jetzt noch? Ja, jetzt bringt es mir nichts mehr, aber nachher vergesse ich es wieder. So, die will ich nämlich gerade gar nicht. Weg damit. Die habe ich vorher gebraucht. Und da hat sie sie nicht mal angewendet. So. Jetzt habe ich natürlich prompt meine Kombos vergessen. Auch mal wieder. Passiert immer, wenn es so lange her ist. Ei, ja, ja. Ja, es geht schon. Es geht schon. Weg mit dir, komm. Nicht? Echt nicht? So. Eine dämonische Krabbe. Hm, das mag die wohl nicht. Nehmen wir mal Feuer. Ich habe jetzt auch keine Lust, das durchzuprobieren gerade. Kompa wird es eh weghauen.
diese Spritze ist halt so dermaßen OP. Das ist ein Knaller. Das ist ein Knaller. Nee. Verwandlung ist nicht nötig. Ja, jetzt habe ich ziemlich viele Reflex ganz umsonst verbraten. Ganz toll. So, wo ist jetzt hier der Schatz? Ah, da. Jetzt muss ich wieder warten. Wunderbar. Ja. Es ist doch doof. Na toll. So, gibt's noch was? Nee, gibt's immer nur eine Truhe. Gut. Sollte ich nochmal speichern? Ich weiß es nicht. Was kreucht denn hier sonst noch so rum? Zu spät. Ich sollte speichern. Yeah. Euch mag ich ja gar nicht. Nein! Nicht Paralyse! Nee. Ach, Mist! Weg mit dir! Ich mag dich nicht! Weg! Bloß weg! Los, weg! Okay, ich sollte speichern. Diese Giftviecher sind halt fies. Und wenn ich dann noch einen Boss machen soll... Ja, speichern wir noch eine Runde. Ach, da bin ich aber auch wirklich noch eine Weile unterwegs. Oh, Jiminy. Mal schauen, ob ich das abkürze. Ja, die Dungeons... Jetzt ist Tutorial-Zeit vorbei! Ach, wie viele Stunden haben wir jetzt gemacht? 15? 16? Lass uns mal Dragoran. Weg mit dir. Ich mag dich nicht. Ja, Transformation ist eigentlich unnötig. Egal. Aber trotzdem. Kommt hier noch was? Ah, jetzt. Lasst mich doch! Oh, man kriegt wenigstens... Ja, 1400? Ist das jetzt noch ein ordentlicher Batzen, oder...? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht kriegen wir Kompa noch ein bisschen hochgelevelt vor dem Boss. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, welcher von den beiden Abzweigungen da ist jetzt der kürzere Weg? Habe ich eine Truhe übersehen? Ich weiß es gar nicht. Mir war so. Oh, ich mag diese Mandragoras nicht. Macht sie weg!
mit dir. Ja, ich glaube, wir könnten Kompa wahrscheinlich noch hochkriegen, bis wir da sind. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen hier links und da oben weiter. Was schätzt ihr, was ist kürzer? Das nimmt sich nichts, oder? Ich glaube, das nimmt sich nichts. Dann gehen wir mal hier geradeaus weiter. Das ist wahrscheinlich nur der Unterschied, ob man einer Truhe begegnet oder nicht. Seid doch nicht so geizig. Zwei Reflex, das ist ja nix. Ich speichere jetzt trotzdem nochmal. Ja, ich habe festgestellt, dass ich mir bei diesem Spiel ganz schön die Stimme verderbe. Ich meine, wenn ich längere Aufnahmesessions mache, ist es mir durchaus schon öfter passiert, dass ich danach heiser war. Aber bei diesem Spiel ist es echt schlimm. Aber es ist einfach, weil es unglaublich viel Text ist. Und dazu noch die Übersetzung, dann zögere ich, dann gibt's ein und Äs sind anstrengend. Ich muss mir die Äs abgewöhnen. Kommolink war gar nicht nötig. Naja. Tod ist tot. Jetzt sind sie natürlich wieder alle angeschlagen. So ein bisschen. Ich könnte natürlich dafür sorgen, dass sie sich beim nächsten Mal stärker heilen. Die haben ja noch andere Fähigkeiten, die stärker heilen. Ich weiß nicht, ob es nötig ist. Werden wir sehen. Ah, noch eine Truhe. Guck mal. So, ich gehe davon aus, dass dann da hinten gleich der Boss kommt. Dass der hier irgendwo ist. Sonst weiß ich nicht, wo der rumhocken könnte. Aha, wenigstens keine Giftviecher. Okay. Ach, jetzt haben sie sich ja ganz nett hochgeheilt. Das ist doch schon mal was. Na komm, weiter. Bleiben wir bei Feuer, oder? War doch eigentlich nicht verkehrt. So. Komm, Link brauchen wir nicht. Nächster. Brauche ich einen Kombo-Link? Nö. Nö. Aber ich bin jetzt wieder ein bisschen aufgeladen. Das ist doch gut. Das ist doch prima. Noch mal kurz speichern. Alles gut. Jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Der hält ja was aus. Oh, die halten alle so viel aus. Und es ist doch nur halb so schlimm. So viel dazu. Ei. Ei. Ei, ei, ei. Das ist ja richtig bitter. Jetzt habe ich die Kombo verkackt. Naja. So, was magst du nicht? Feuer? Ja.
1239. Wind, 1000. Feuer war besser. Eis, ja. Mist. Eismarker nicht. Dann machen wir doch Eis. Na, komm schon. Oh, weia, das wird eng. Das wird richtig eng. Der haut doch jetzt einen aus den Latschen. Ja, nicht doch. Nein, 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 nein. Ah. Och nö. Nein, lass mich. Nein. Boah, wieso darf der denn viermal zuhauen? Seid ihr des Wahnsinns? Aber ich kriege ihn jetzt klein. Das finde ich aber doof jetzt. Hm. Machel, ey. Yes, yes, yes. Ich frag besser nicht. Toller Skill. Okay. Ja. Das ging schnell. Nein. Ich glaube, wir werden immer besser mit solchen Sachen. Lass uns zurückgehen mit dem Mädchen spielen. Warte, ich sehe einen uns bekannten Schatten. Nep Kompa. Sieht aus, als wenn wir ein paar Überstunden schieben müssten. Was? Sie benimmt sich nicht wie vorher. Sieht nicht aus, als wenn sie hier wäre, um zu kämpfen. Na Gott sei Dank, ich war gerade ein wenig angeschlagen. Oh, sie zieht irgendwas raus. Sie hält es nach oben. Sie kommt zu uns. Okay, okay, es war Fall. Ich habe mich geirrt. Aber sonst geht's, oder? Sonst geht's gut? Das Sonny... Nee. Nee, komm. Nee. Nee, ich streike. Keine Chance. Das klappt doch im Leben nicht. Keine Chance. Keine Chance. Oh Gott. Ich könnte höchstens versuchen, mich zu verteidigen. Dass ich dann noch heile oder so. Ah! Ich dachte immer, ha! Okay. Ah, das hat lang gebraucht, bis ich es kapiert habe. Okay. Wenn ich mich verteidige, werde ich sofort geheilt. Wenn dieser... Ah. Gut zu wissen. Normal macht nicht so viel Schaden. Ja, Erde, 1100. 1200. Ups. Ach, bleiben wir hier, weil... Die schimpft hier. Ja, das muss einem ja gesagt werden. Okay, das heißt, ich habe immer gedacht, bei Verteidigung,
aber auch dann auch nur, wenn man angegriffen wird, während man verteidigt. Aber das ist ja, da habe ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ich fürchte nur, es wird so jetzt nichts, aber wir wissen ja jetzt, wie wir es ändern können. Das heißt, wir brauchen aber noch eine neue Runde. Das wird nämlich so jetzt nichts mehr. Nee. Also wenn Neptune noch leben würde und wir früher Kraft hätten, dass wir beim Verteidigen... Ja. Ah, schon hinüber, meine Güte. Nee. Nee, wisst ihr was? Das hier wird jetzt nichts mehr. Das heißt, ich verabschiede mich. Ich werde sowieso noch mal den Boss davor... Ach, du brauchst dich nicht mehr heilen, Mädel. Keine Chance. Ich werde noch mal den Boss davor auch noch mal anfangen. Muss ich sowieso. Und hoffe, dass dann mehr Leute dabei am Leben bleiben, jetzt wo ich weiß, dass ich mich beim Verteidigen heilen kann. Verdammte Hölle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Also vielleicht nicht an dieser Stelle, sondern am Anfang dieses Kampfes. Dann schauen wir mal, ob wir das besser hinkriegen. Bestimmt. Irgendwie bin ich heute ein bisschen... Ich stehe auf dem Schlauch. Gut, aber wir haben was dazu gelernt und das werden wir nächstes Mal anwenden. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.